So, und herzlich willkommen zu einem neuen Part, oder zurück zu einem neuen Part, hier in Mario Kart 8 für die Wii U. Und nachdem ich ein paar schwierige Stellen für mich ausgemerzt habe, ist auch dies jetzt erledigt und ja, wir können jetzt loslegen. Gestern kam ja das neue DLC raus. Scheiße, machen wir so zurück, spiele ich selber nicht mehr. ja, und das war sehr, einfach wirklich sehr richtig geiles DLC, ja. Wie ihr jetzt hier schon hier seht, können wir sogar die Amiibo-Figuren einsetzen, die noch bald erscheinen. Richtig Hammer. Es ist einfach so viel geil und es tut mir wirklich schon mal leid, dass ich so lange nicht mehr hochgeladen habe. Seit circa einem Monat schon da. War echt lange, also das ist, sollte mir nicht nochmal passieren. Und da ich natürlich schon gestern Part aufgenommen hat, aber deswegen muss ich das Ganze normal machen. Für euch mache ich das natürlich gerne normal. Und zwar fahren wir natürlich jetzt nochmal mit jedem Charakter. So wie ich es auch gestern gemacht habe. Das ist natürlich blöde. So, zack, zack, zack. Und ich fahre natürlich jetzt erstmal hier die neue Strecke. Wir haben natürlich zwei neue Packs freigeschaltet, heißt wir haben 8 neue Strecken bekommen. Wovon Varios Goldmine aus Wii kommt, SNES Regenbogen Boulevard, dann Polarkreis Parcours und die Hyrule Piste. Und hier haben wir die Gamecube Yoshi's Piste, dann haben wir noch ein Exit Bike Station von dem Spiel Exit Bike. Richtig geiles Spiel und dann noch die Strecke ist übelst Hammer, weil sie sich nämlich jedes Mal neu regeneriert, was die Hügel betrifft. Dann die große Drachenmauer, auch eine richtig geile Strecke und natürlich die allergeilste mit, muss ich einfach nur sagen, ist wirklich die Mute City mit Hyrule-Strecke. Ja, die Mute City ist übrigens von F-Zero, von dem Spiel F-Zero, was früher für die SNES rauskam und dann später auch nochmal für die GameCube und für die N64, glaube ich, auch. Ja, egal. Wir fahren aber heute erstmal die hier und zwar deswegen, ich habe es zwar schon freigeschaltet jetzt, ist jetzt nicht falsch verstehen, aber wie gesagt, ich muss es einfach nochmal machen. Ja, legen wir einfach mal los. Ich habe viele Themen für euch und gestern war ich einfach besser drauf. Das war vollkommen beschissen. ja. Wo legen wir denn los? Ja, in letzter Zeit hatte ich halt nicht so viele Zeit, wirklich mit euch, für euch Videos hochzuladen. Tut mir wirklich nochmal leid. Aber, ja, ihr seht. Es war wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich diese Scheide fertig bastle. Und ja, ihr seht jetzt hier zum Beispiel Link auf dem Eponator. Das ist einfach das so ein geiles Set. Ich finde es bis jetzt immer noch geil. Ja, Link, Eponator, dann Retro-Reifen. Oh, fuck. Fug. Oh man, gestern war es einfach viel, viel besser. Ah ja, geil. Und und ja, vor allem geht es darum, dass ich heute nicht sehr viel Zeit hatte und konnte euch halt nicht sehr viele überhaupt gar keine Videos hochladen, fast. Ein paar Unboxing habe ich zwar hochgeladen, aber das war's, da war's auch schon. Tobi hat nochmal ein paar was, ich glaube 2 Videos oder so hochgeladen. Aber sonst hatten wir dann bis jetzt im Monat lang nichts mehr hochgeladen und dann ist natürlich schon klar, dass die Leute da fragen, warum, was macht ihr, was ist los? Was da los? Ja, was da los war, war halt, dass ich halt sehr an meinen Cosplay hang. Oder an meinen Cosplays hing. Und YouTube mal wirklich vernachlässigt habe. Was nicht nochmal passieren sollte. Und ich fahre irgendwie gerade übelst schlecht. Kommt mir gerade so vor. Aber ja. Und ja, wie gesagt. Deshalb seid mir wirklich nicht böse. Als zweite Sache, übrigens, wenn ihr gerne mal auch mal wollt, dass ich sowas hochlade, das kann ich gar nicht machen, das ist kein Ding. Dann lade ich nämlich auch mal Videos hoch, Unboxings, ja. Mann! Videos, Bastelanleitung, also wie man denn etwas bastelt, die Anleitung dazu hoch. Und dann könnt ihr sowas natürlich auch gerne mal nachbasteln, das ist kein Ding. Müsst mir einfach nur so Bescheid sagen oder ich mach's einfach. Das ist natürlich eine andere Sache. Für alle die auch gerne Cosplay machen oder die halt einfach mal gerne darauf Bock hätten. Ja, ansonsten auf alle Fälle, das Update kam ja jetzt neu raus. Ist wirklich ein richtig geiles Update.
wo ich einfach nur sagen kann, geil, wir haben drei neue Charaktere. Einmal Link, dann Katzen Mario, zeige ich euch nachher nochmal. Cat Peach und Tanuki Mario. Die alle drei richtig, richtig Hammer sind. Auch schon die Strecke hier, ihr kennt ja noch die aus der Wii, ja? Wario's Goldmine. Übrigens, diesen Bug mit der Röhre haben sie ja entfernt, ne? So. Ja, wie gesagt, diese drei gibt's neu. Dazu noch 8 neue Strecken, die ich euch von uns gerade schon gezeigt hatte. Plus 3 neue Fahrzeuge, weil ich richtig geil finde. 4 neue Fahrzeuge. Oder? Naja, warte mal. Einmal den Bolide. Oh, sehr geile Strecke hier. Vor allem in HD, Leute. Schaut euch das doch mal an. Richtig, richtig Hammer. Also einmal genau diesen Eponator, den ich jetzt hier fahre. Dann den Bolide. Und. Oh. Und dann noch den. Na, wie heißt der? Was war das? Da war Mario nur noch Moose. Ja, wie gesagt, halt den Eponator, jetzt nochmal Bolide, dann dieses Tanuki-Fahrzeug, dieser Jeep. Ach ja, doch, da genau 4 Fahrzeuge, und zwar nämlich noch diesen Blue Falcon von F-Zero. Die haben sie natürlich auch noch mit reingebracht, fand ich sehr schön, fand ich richtig, richtig, richtig mal Hammer, also, oh, bei dieser Oh, ja, danke natürlich. Weißt du, scheiß Banane. Ja, was für diese Strecke auch ein bisschen blöd finde, dass man dann nicht, wie jetzt eben gerade gesehen, ne? Nämlich nicht jede einzige Welle kriegt. Jetzt hier, die habe ich bestimmt mal bekommen. Ajo, es ist echt schwer, das Ganze nochmal zu machen. Weil nämlich die Tonspur. Ach übrigens, warum muss ich das Ganze nochmal öffnen? Aus dem ganz einfachen Grund, die Audiospur war fehl. Heißt, die war links und rechts. Und das ist natürlich fehl. Das können wir natürlich nicht machen. Also langsam werde ich hier wirklich blöd. Na egal. Und. Ja, da habe ich halt eben so. Oh, ich bin so echt von der Rolle, fuck. Ja, und das sind wir halt jetzt bei der Sache, dass es halt diese neue Fahrzeuge auch noch gibt, ja. Das ist ja auch. Ich will es nicht sagen, also, es ist einfach geil. Bloß der Blue Falcon, den kann man sehr schlecht fahren. Also, welcher auch sehr gut fahren lässt, ist der Bolide. Muss ich echt sagen. Aber der Eponator ist auch richtig geil gemacht. So. Ansonsten, ja, zu Mario Kart 8 gibt es eigentlich ansonsten nichts mehr zu sagen. Pff, allgemein, ja, wie gesagt, wirklich, ja, gibt es wirklich eigentlich sonst nichts mehr zu sagen. Triforce Cup, Polarkreis Parcours. Nice Strecke, finde ich. Und die Halbmondstrecke kommt natürlich wieder zum Schluss. Alles Beste kommt natürlich immer zum Schluss. Ach, hey. Ja, da war noch einen erwischt. Ja, ist klar. Wo bekommen die auf einmal ihr Speed her? Speed. Oh mein fucking Gott. Ja, und zwar geht es darum, also ihr könnt eher mal schreiben, ob ihr euch das Update zum Beispiel runtergeladen habt, ja.
Also ich finde dieses Update bis jetzt immer noch richtig Hammer. Und perfekt. Mensch, wie kann denn das sein hier? Ey, das ist doch unlogisch. Was ist denn hier logisch jetzt noch? Leute! Fuck, jetzt geht's ja ab. Oh Mann! Wenn jetzt auch noch eine blaue kommt, dann wäre ich sauer. Ja, und dann gibt es ja noch weitere News, ne, Leute? Zum Beispiel sagen wir mal einfach mal Majora's Mask, ja? Die letzte Nintendo Direct war ja wirklich episch. Also das war ja alles wirklich richtig geile News. Aber das, was richtig geflasht hat, dass sie gleich am Anfang ein neues Nintendo 3DS-Spiel, und zwar The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Remake, also das 3D Remake, vorstellen mit einer Special Edition. Extra noch, das ist einfach Hammer. Ja, das Spiel war ohnehin schon früher ein geiler Hit. Aber das ist das nochmal richtig nochmal geil aufwerten, so wie Ocarina of Time 3D. Einfach nur Hammer. Es fehlt wirklich nur noch, kann mir nur noch gut vorstellen, dass sie wirklich noch ein neues bringen. Und jetzt sieht man erstmal jetzt, ja, das Master Shredder dann in den Sockel und schön gemacht. Ja, letztes Rennen. Oh, komm, es ist ja Yoshi. Ja, wie ihr seht, hier war der Masterschwertsockel. Oh, das Masterschwert, das ist so episch. Wenn ich es so sehe, oh. Jetzt wird's auch kritisch. Okay, Leute. Ja, wie gesagt, das Ganze war halt, ist so episch. Majora's Mask, ja, für die Nintendo 3DS, es ist einfach ein Hammer-Game. Ja, und das muss man einfach sagen. Und, ist das... Oh, ich war so geflasht, wo ich das gesehen hatte. Ich dachte, oh, geil. Es ist einfach wirklich Hammer. Dann noch mit diesen ganzen Special dazu, ja, hier diese Special Edition. Mit der Pin, plus den Poster, plus den Steelbook. Es ist einfach so Hammer. Es ist einfach so Hammer. Nein, ach komm! So, jetzt fahren wir mal schnell hier drüber. So, zack. Ja, und das ist einfach so geil.
Aber wie fandet ihr auch das mit diesen Amiibo-Figuren? Ich fand das auch mal richtig hammer mit diesen Amiibo-Figuren, dass die jetzt auch, soll ich sagen, allgemein einfach schon Super Smash Bros., ja, für Wii U, dass das Spiel schon eher erscheint, das habe ich noch nie gehört, aber später ja, aber eher Hammer, einfach nur der Hammer. So, werden wir uns mal das Ergebnis angucken. Aha, gucken wir mal, wie es denn so geworden ist. Hops! Da ist es. Bam! Das war geil! Ach, Peach hab ich getroffen. Ja, so gehört sich das. Überall Erster. Und jetzt sollte ich auch meine drei Sterne gehabt haben. Habe ich aber eh schon gehabt, von daher ist nichts Neues. Also ich bekomme jetzt auch nichts Neues. Ajo, ist aber nicht so schlimm. So, jetzt starten wir das Ganze nochmal und machen den zweiten Cut, damit ihr auch das nochmal gesehen habt. Weil den habe ich mich gestern, wo ich es eigentlich auch schon aufgenommen habe, nicht so ganz geschafft. Aber wir nehmen jetzt mal diesmal Tanuki Mario mit dem Bolide. Ich möchte euch gerne mal zeigen, das ist der nämlich aus Mario Kart DS. In dem fand ich einfach so richtig Hammer. Ah, das ist so ein geiles Gerät. Es ist einfach nur das geilste Teil ever. So, das ist nämlich dann die Streckenform jetzt. Das Ding geht irgendwie ab wie die Schwitzkatze. Ich weiß nicht wieso, aber das war gestern, fand ich das übelst geil. Das Ding ist sau schnell, aber hat auch ein ganz gewisses Handling-Problem. Aber sonst ist es richtig gut. Man kann es noch steuern. Wer es steuern kann, der kann es. Ansonsten hast du natürlich ein Problem. Das ist übrigens jetzt hier die Yoshi-Strecke aus der GameCube-Variante. Nochmal aufgepäppelt. Richtig Hammer. Aber leider vermisse ich immer noch diese Battle-Modes, dass die noch nicht hinzugefügt haben. Okay, aber wollen wir ja nicht immer alles hier haben. Vielleicht machen sie es noch. Ich finde das hier sieht so geil. Ich finde das so geil. Er geht so schnell ab, das Ding. So schnell kann ich gar nicht gucken. Ich finde das Teil ist so geil. Oh yay, oh, das wird schwer. Hier darf ich mich nicht driften. Weil der driftet sofort scharf in. Also das ist richtig scharf in driften das Gefährt. Und das kann ich halt einfach entsteuern. Plus, ab einer gewissen Geschwindigkeit ist es nicht mehr möglich. Das ist wirklich wahr. Alter, ich zieh die ja alle ab. Vor allem, ich habe noch gar nicht mal die Karte eingestellt hier, die Streckenkarte. Es ist ganz scharf, stark, also ganz, es ist wirklich ein super Gefährt, aber man muss es steuern können. Für die Strecke ist es richtig optimal gemacht worden. Ich habe die Kurve noch nicht ganz gekriegt. Was sind denn die anderen, sag mal. Wirklich ein Hammergefährt hier, Alter. Die Hupe ist ja geil. Das sobald Mario sich immer als Tanuki dreht. Geil. Zack. Gewonnen. Also wenn ihr auch gerne mal ein stark intriftendes Kart bzw. Bike
fahren wollt, gebe ich euch einen Tipp. Nehmt immer, müsst ihr wirklich dann in die Richtung drücken, die ihr wollt, ja. Und das mit dem Control-Stick ganz wirklich durch, also nach links und nach rechts. Dann fahrt ihr auch wirklich hin. Das geht. Man kann damit fahren. Alles wirklich reine Übungssache. Manche können wirklich nicht damit fahren, weil es einfach das Feeling nicht da ist, okay. Aber eigentlich ist es reine Übungssache. Ach toll, wie ich diese Fehlstart hatte. Aber die, oh, ich liebe dieses Spiel Exit Bike. Habe früher mit meinem Kumpel Ängste Nico gezockt, bis zum geht nicht mehr. Wer denn da? War doch hier keine Banane oder was war das? Bin ich blöd. Was sie aber auch geil gemacht haben, oder sagen wir mal, ist ein, derjenige, der ja jetzt nicht genau Bescheid weiß, merkt das nicht. Jedes Mal, wenn man die Rennstrecke, also die Strecke nochmal neu fährt, mit Kumpel zum Beispiel, sagen wir mal einfach mit, ja. Fuck. Ha. Perfekt. Nein. Oh, ich kriege als erster auch noch ein. Haha, so geil. Also das Update lohnt sich richtig, Leute. Ihr könnt ja dies beide übrigens für ca. 12 Euro runterladen. Ne, genau 12 Euro. Runterladen. Im Nintendo eShop. Für beide. Und ansonsten bezahlt ihr für eins, sobald ihr nur eins wollt, 8 Euro. Also ihr wird spart zumindest 4 Euro, wenn ihr beide schlecht holt. Und das ist einfach wirklich sehr schön. Man kann sogar über diese Sanddinger springen. Der mal absoluter Hammer. Über diese Dreck! Hupsen, hab ich gesehen? Haben wir fast wie gut wie drüber springen. Erster, Leute. Richtig Hammer, richtig, richtig Hammer. Und das Teil geht richtig ab mit der Spitzkatze. Tanuki Mario. Nächstes Rennen. Hey! Ayo! Ich finde diesen Sound so geil. Große Drachenmauer. Oh, jetzt geht's los. Das ist nämlich der Drache aus Super Mario Galaxy. Eins oder zwei? Ja, ich glaube zwei. Auch hier geht das Ding gefährt ab wie eine Schlitzi. Ich liebe das. Also ich habe eigentlich gedacht, den Bolide haben sie richtig scheiße hingekriegt. Aber im Gegenteil war es. Die haben sie richtig gut hingekriegt. So. Ja, ich war auch auf. Was hat. Achso, was ist eigentlich in letzter Zeit so denn passiert alles? Ich war auf sehr vielen Events dieses Jahr und ja, auf der Gamescom zum Beispiel, LBM war ich dieses Jahr, dann auf der Konichi, auf dem Japan-Tag, dann so kleine Event Bimago, Demago. Cosplay Ghost Cosmos, das war irgendwas so was Kleines in Chemnitz, das war wirklich fast gar nichts, aber es war trotzdem sehr schön, mit ein paar Leute zu treffen, auch wenn es wirklich noch so klein war.
So, was ist denn das hier? Kommst du her? Das ist immer das, was ich nicht verstehe. Kurz vorm Ende krieg ich... Oh ja, was soll denn das? Nein! Oh Leute, nein! Scheiße! Oh, die hässlichen Viecher. Das gibt's doch nicht, die sind alle noch vor mir. Das gibt's nicht. So ist, verpiss dich. Das gibt's doch nicht, ich bin Dritter geworden, ey Leute. Fuck, naja, okay. Das müssen wir jetzt mal hinnehmen. Bekomm ich halt eben nicht volle Sterne. Ei, wie mir die Pflaume juckt. Nee, ach nee. Es ist nicht mehr normal. Das war so gut, dass er hin ist eigentlich. Aber, wie immer. Ah, das ist wirklich hier mit die geilste Strecke, ja? New City. Kann ich mit die Musik dazu. Richtig haben wir gemacht. Oh. Okay. Ja, geht es gerade gut ab. Wie gesagt, also ich freue mich richtig auf Super Smash Bros. Brawl. Super Smash Bros. Für die Wii U. Warum sag ich immer der Brawl? Es ist halt so eindeutig. Ich finde es blöd, dass es für Wii U heißt oder 3DS. Das hätten sie ja wirklich besser machen können, aber dann wollte ich wohl nichts mehr ändern. Aber mit, bei Majora's Mask kann ich mir noch gut vorstellen, dass da wirklich noch ein 3DS kommt, bestimmt als Special noch oben drauf. Wie es fast immer ist. Und den, da tut mir leid, auch wenn ihr mir dann sagt, ey, du spinnst wohl. Ich hole mir den trotzdem. Das ist ein Muss. Habe ich zwar der 3DS hier und der sagt, ja, ich bin crazy verrückt, aber mir, ich will den einfach haben. Ist mir, oh scheißegal, da könnt ihr mich schon nochmal crazy verrückt nennen. Ja. Also wie gesagt, so geschafft. Oh. Diesmal gehen nicht so viele blaue Bomben. Mal gucken, ob ich trotzdem 3 Sterne bekomme oder nicht. Ergebnis anzeigen. Jetzt gucken wir mal, was wir denn sie bekommen haben. Ah ja, der altbekannte Ladescreen. So. Und wir bekommen leider nur einen Stern, weil wir leider nämlich nur ein Rennen schon verloren haben und Zweiter geworden sind. Okay. Kann man nichts machen, Leute? Ja, aber dann trotzdem habe ich mich bedankt für euer Zuschauen oder bedanke ich mich für euer Zuschauen. Wie gesagt, ich hatte den letzten Part hier übrigens, falls ihr das noch nicht wusstet, folgende Charaktere freigeschaltet. Den hier. Und den hier. Ja, also wie gesagt, es tut mir wirklich sowas nochmal leid. Sowas sollte nicht immer passieren. Und gleich wieder bei der neuen Aufnahme. Aber ja, es ist halt bei ihm passiert. Okay. Na dann,
ich bedanke mich für euer Zusehen. Wir werden uns wiedersehen. Ja, wann? Auf alle Fälle im nächsten Part. Ob es um Professor Layton sein wird, Monster Hunter oder das Mario Kart 8. Online oder offline. Je nachdem, das muss ich dann halt noch entscheiden. Aber ihr werdet mich auf alle Fälle wiedersehen. Oder ein Unboxing. Oder ein noch geileres Video, was ich euch noch vorenthalten kann. Was ich noch nicht gemacht habe, aber was noch nicht entstanden ist. Egal. Ja, ich verabschiede mich erst einmal. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Bis dahin. Macht es gut. Ja, und auf Wiedersehen.